An der ZAW gefällt mir, dass man grossen Gestaltungsspielraum hat und den auch wirklich täglich nutzen darf. Dass ich mein Familien- und Berufsleben gut vereinbaren kann. Dass es immer wieder neue und spannende Projekte gibt. Ich bin Michael Schall, ich arbeite hier an der ZAW, der School of Management and Law, genauer gesagt hier im Zentrum für innovative Didaktik, und ich bin seit 3,5 Jahren hier an dieser Fachhochschule tätig. Ich komme aus dem Thurgau, habe zwei Studiengänge hinter mir. Einerseits Sekundarlehrer studiert, also ich kenne die pädagogisch-didaktische Seite sehr gut, habe lange unterrichtet auf verschiedenen Schulstufen, habe dann aber hier an der ZAW selber in-house noch ein Zweitstudium absolviert, ein Master of Banking Finance gemacht, und die Kombination nutze ich natürlich in meinem beruflichen Alltag, und darum bin ich auch eben hier im Zentrum für innovative Didaktik am richtigen Ort. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn daheim, das ist momentan eines meiner grössten Hobbys, die ich habe. Sonst bin ich sehr aktiv, wir gehen gerne wandern, wir sind viel in der Natur draußen, Velofahren, Joggen, einfach wirklich den Ausgleich auch zum Büroalltag ein bisschen suchen, auch die körperliche Bewegung. Ich bin hier angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Einerseits bin ich sehr stark in der Lehre tätig, das heisst, ich unterrichte Wirtschaftsmathematik und Einführung in die BWL im Assessment. Auf der anderen Seite habe ich verschiedene Projekte, die ich darf mitschaffen, betreuen, habe auch Bücher herausgegeben, wir haben auch Lehrmittel herausgegeben, Mathematiklehrmittel, das BWL-Lehrmittel, wo ich mitbeteiligt war. Ich engagiere mich auch für unseren Mittelbau hier und bin Präsident der Mittelbaukommission der School of Management and Law. Ein sehr spannendes Projekt ist die Flexibilisierung eines Studiengangs, den wir vorantreiben. Das heisst, wir reduzieren die Kontaktstunden zwischen dem Dozenten und dem Studierenden auf ungefähr ein Drittel. Das ist eine grosse Herausforderung, weil es die gleichen Lerninhalte vermittelt werden sollen. Und die Lerninhalte zu vermitteln, versuchen wir dann über Video, über Adobe Presenter Sessions, über verschiedene Dokumente, Tests und so weiter rüberzubringen. Ich schätze an der ZAW, dass ich flexibel arbeiten kann. Dort. Das ist gerade im Zusammenhang auch mit der Familie natürlich sehr angenehm. Das heisst, ich muss nicht zwingend am Morgen um 7:30 da sein. Ich kann mal früher kommen, ich kann mal später kommen. Es kann sich aber auch nach hinten raus verlängern. Wie gesagt, wenn man mal Vorlesung hat bis um 9:30, ist man vielleicht mal um 10:30 daheim. Aber das schätze ich eigentlich sehr, die Flexibilität. Auch ein Homeoffice-Tag in der Woche ist möglich, solange man natürlich nicht vor Studierenden steht. Es ist auch interessant, jetzt gerade bei unserem Zentrum, dass wir, wie gesagt, für innovative Didaktik auch wirklich Möglichkeiten haben, um neue Geräte zu testen im Unterricht. Wir haben flächendeckend wieder Tablets bekommen, wo man halt während der Vorlesung draufschreiben können, wo man besser interagieren auch mit den Studierenden. Und da merkt man, dass die Hochschule bereit ist, dort zu investieren. Und das macht natürlich auch unglaublich Spass, wenn man das im Alltag wirklich überkommt und darf testen und ausprobieren.